So. Ah ja, hier nochmal dasselbe Spielchen. Erstmal reinzukommen. Kann sein, dass das hier schon die Stelle ist, wo ich nicht mehr weiter kann für mich. Hier geht's ja noch. Aber jetzt, was soll ich tun? Ich kann mich hier wieder reintun. Reinbringen. Jo, und das war's dann mehr oder weniger schon, ne? Oder? Wartet mal. Vielleicht habe ich eine Idee. Nochmal. Es kann auch sein, dass ich das schon mal geschafft habe. Das weiß ich alles nicht mehr. Und das ist. Zack. Doch, das hatte ich schon geschafft. Da bin ich mir sicher. Vor allem, wenn ich das hier sehe, dann bin ich mir sehr sicher. Okay. Das hier ist jetzt etwas, was richtig fies ist, weil es richtig auf Zeit und mies ist. So schrecklich wie das hier gerade ist, hat der Entwickler das gar nicht gemeint. Ich muss erst mal gucken. Also ich zeige euch am besten mal, was der überhaupt von mir will. Hier oben sind diese Laser. Da kann der Kubus durchfallen, das ist normal. Aber hier diese Tore muss ich öffnen. Das sind diese drei, wie soll ich sagen, Sensoren. Da müssen die Laser rein. Dann muss ich gleichzeitig hier noch den abfangen. Also ziemlich fies. Das geht dann durch den Schalter hier. Da kommt der Kurs. Das ist schon mal Grundvoraussetzung. Jetzt ist das zu. Und jetzt muss ich noch den Laser richtig machen. Nach und nach. Was mal so? Der erste ist da. Zweite. Ne, das ist der untere. Kein Kommentar dazu. Das war ja mal richtig fail. Aber da hat er doch sicherlich ein Safe gesetzt, oder? Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön für diesen Safe. Das freut das Herz doch mal. Ja, also Leute, damit wisst ihr endgültig, dass Saves wichtig sind. Machen wir das mal so. Kubus holen. Jetzt gucke ich mal, dass ich das so mache. So klappt das auf jeden Fall. Das ist der zweite. Was ist der letzte? So, das und das. Hey, das. Oh man. Und das. Quack, das. Okay, jetzt ist alles vorbereitet. Jetzt muss ich hier per Zeit, also das geht auf Zeit, muss ich ganz schnell den Kubus holen. Nur wie ging das? Oh, richtig knapp. So, Raum 11. Hier sehen wir wieder was vom Fliegen. Okay, was wollten die hier? Kann sein, dass das Level war. Jo. Ich glaube ja. Das finde ich nämlich ein bisschen, wie soll ich sagen, unpräzise. Vielleicht muss er auch einfach eine andere Taktik finden. Ich bin guter Dinge. Sehr gut. Das war ja mal richtig mies gerade. Nichts hat es mir gebracht. Wenn ich hier hochkommen könnte, dann könnte ich in das reinspringen und da mit dem Portal hier hoch. Das wäre praktisch die Lösung. Aber kommt erstmal hoch, Freunde der Nacht. Kommt da mal hoch. So, das bringt gar nichts. Nochmal hier. Da. Ich muss praktisch die richtigen Höhe hier finden, damit ich sofort nochmal reingehe. Weil dann werde ich geschossen. Das ist sie bisher nicht. Jetzt. Ja. Okay. Ich kam ja hier genau auf dem Teil auf. Aber was zur Hölle brachte mir das? Das ist mal wieder die Frage, die uns hier alle quält und verdammt. Nee. Nicht so direkt.
Fuck. Okay. Nein, 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 nein. Mario, tu. Also ich muss da irgendwie jetzt. Ja. Ich klicke mal aus dem Bild raus. Okay, Mario. Also ich würde ja gerne hier drauf, aber ich glaube, das ist nicht machbar. Ich glaube einfach, die wollen, dass man im richtigen Moment da unten nochmal das Portal hinsetzt. Aber, ne. Mario zeigt sich weniger einsichtig. Okay. Ne. Also, kann sein, dass ich hier das Level war, wo ich auch selbst hing, als ich das mal getestet habe, ob sich das lohnt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier hängen werde. Nein. So, ich zeige euch das mal. Hier kann ich auch nicht hoch. Da oben gibt es nichts zum ja, Schießen. Und das hier zeigt mir ja eindeutig, dass ich fliegen muss. Also von daher ist diese Idee hier schon ganz gut. Was war das denn gerade für ein Sprung? Es war nichts Ganzes und nichts Halbes. Schön gemacht. Okay. Also nicht wirklich, ne? Klappt das hier? Da frage ich mich ernsthaft. Ich kann nichts machen während des Flugs. Ich werde mit der Beschleunigung rausgeschmissen, wie ich hier reingekommen bin. Was ja ein Gesetz ist. Ich komme hier nicht hoch. Normal bitte. Aber was ist hiermit? Hier könnte ich theoretisch reinspringen. Das werde ich mal ausprobieren. Sag mal so, das wäre theoretisch eine Möglichkeit, die ich gerade entdeckt habe. Die ich aber nicht ausführen kann. Oh, Jump! Okay, ganz am Ende des Ls abspringen. Jump! Jawohl, ja! Das sieht sehr gut aus. Jetzt, komm! Jump! Ich habe eine andere Idee fast schon. Jump! Die wollen nicht, dass ich da links noch das Portal mache, während ich dann wieder. Jump! Ah! Aha! Der Freunde der Nacht. Bringt mir gar nichts. Ich dachte, ich hätte da die Idee gehabt. Irgendwie bracht's mir ja nicht so wirklich fast nicht, oder? Jump. Wenn ich zumindest da. Irgendwie sah das irgendwie höher aus. Kann auch nur Einbildung gewesen sein. Jump. Oh, ich war beim einen oben und wäre auch bei dem oben gewesen. Aber das zeigt mir nur eins. Es klappt. Ja, schön, dass ich das auch mal gelöst habe. Kann auch sein, dass ich die Leertaste gedrückt halten muss. Jump! Oder dass ich irgendwie Schwung erstmal holen muss. Jetzt komm! Gib alles! Das. Es kann noch ein bisschen dauern. Jump! Warum denn, Mario? Komm, Mario, tu's. Tu's doch einmal bitte. Ne, sein Herz ist kalt. Nichts funktioniert hier. Jo, komm, komm. Oh, man. Okay, probier es nochmal mit der einen Tour. Nochmal ins selbe Portal fallen. Nee, ne?
Wisst ihr, wenn ich was anderes probieren möchte, ne, dann klappt das, was ich eigentlich die ganze Zeit probiert habe. Jawohl. Geschafft. Dann da. Ich weiß gar nicht, wie lang das Map Pack ist. Ich glaube, es geht noch bis Welt 4.1.4. Und tatsächlich. Was? Biscuit? Ich muss dazu sagen, hier war ich noch nie. Sieht aus wie ein Kuchen. Welch Gefahren! Oh Scheiße, ich laufe wieder weg. Na gut, okay. Ich habe jetzt schon Furcht vor diesem Teil. Ich kenne es ja noch aus dem Original World Map Pack. Alter. WTF? Ich schätze mal, da wollten sie nur, dass ich irgendwie sprinte oder renne. Biscuit. Ich mag diesen Kuchen nicht, er ist verdorben. Okay, werde ich machen. Da ist verdammt nochmal kein Portal. Ja, dann anders. Aber bestimmt. Komm. Ras, wie du noch nie gerast bist, Mario. Stoß dir noch den Kopf auf. Blutet's auch schön. So, ich nehme mal Speed auf. Und komm. Jawohl. Okay. Finde ich immer schön, dass hier hat doch was zu bedeuten. Da könnt ihr mir nichts erzählen. Nein! Oh. Kann ich das von der Stelle, wenn ich da drauf stehe, könnte ich da theoretisch... Ich habe eine Vermutung. Danach geht das noch weiter. Dieses Level wird hardcore. So richtig fies, Assi. Mein. So, nochmal hier. Sprinten. Wobei ich mir das irgendwie nicht vorstellen kann, dass das die Lösung für diesen Abschnitt ist, weil so viele portalmäßige Sachen sind. Aber okay. Hey, ich sehe nichts. WTFuck. Was? Was? Kannst du mir nochmal bitte erzählen, was da gerade passiert ist? Weil sonst glaube ich das nicht. Okay, 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 kein Ding. Flammen heiß, aber sonst kein Ding. Und gib Gas! Nochmal. Okay, wahrscheinlich muss ich zurückspringen. Das ist aber die Lösung, damit man nicht so viel Schwung da holt und wieder runtergeschossen wird. Ja, was soll ich dazu sagen? Freunde der Nacht. Oh mein Gott. Also nochmal ganz zu hinten. Oh nein, da war ein Funke. Ah, da hat das weh. Oh Mann. Einmal da. Perfekt. Hey, ich war doch schon drin. Vorhin sehe ich ja schon. Ich sehe einfach schon. Ich weiß schon, dass es da weitergeht, dass die da den Tod fordern. Die sagen sich, nein, 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 nein. Das kann nicht sein, dass du hier im ersten Abschnitt freudestrahlend hier rausgehst, denkst ja, du hast es geschafft. Nein, nein, nein. Ach, fuck. Beinahe hätte ich vergessen, dass ich... Ich hab's vergessen, dass ich da oben musste. Nee, nee. Der Entwickler, der knackst sich schon die Finger. Wisst ihr? Vor Freude. Aber ich werde ihm zeigen, dass das Level keine Hürde ist. Das Level. Ah. Wow. Dass das Level schon bald Geschichte sein wird. Also dahin. Ich nehme schon mal ganz weit vorne. Und schon geht's. Hey, hey! Okay, okay, da, ihr seht, mir entfallen gerade die Worte, die ich dazu sagen soll, weil ich gerade
Ich dachte die ganze Zeit, ich hätte die Lösung, aber scheinbar habe ich die Lösung nicht. Scheinbar war das Paket, wo ich dachte, da wäre die Lösung drin, nicht das Paket, was ich haben wollte. Boah, das war knapp. Ich lasse mir hier erstmal die Sicht holen. Okay. Was wollt ihr eigentlich von mir? Da springe ich doch eiskalt drüber. Okay, da scheiß Dreck. Da springe ich nicht so einfach drüber. Hä? Wie soll das denn gehen? Hä? Dass der kein Checkpoint hier eingebaut hat. Wie fies ist das denn? Ich meine, Checkpoints, ne? Wisst ihr, Checkpoints, diese Erfindung, die gab's mal irgendwann, aber das war ein Noob, der sich das ausgedacht hat. Okay. Es kann ja nur hier was damit zu tun haben. Ich mach da trotzdem ein Portal. Hier springe ich drüber. Ich glaube aber irgendwie, dass das nicht so geplant ist. Oder die was anderes wollen. Wobei... Ach, fuck. Jetzt sehe ich es. Ich merke, worauf der aus will. Das ist mehr so ein Bug, den ich auch entdeckt habe. Beim Map erstellen. Man kann sich in dem Portal aufhalten und dann von dem Portal auf eine höhere Ebene springen. Das ist jetzt mal richtig fies. Aber sehr interessant. Da wird diese... mit Lags auch gut. Was war das denn gerade für ein Lag? Monster Lag. Monster Lag. Beard in the Basement. Nein, nein, ich schieße mich wieder. Oh, fuck, da verbrenne ich mich lieber. Gut, dass wir ein unendliches Leben haben. Ich sag's immer mal wieder. Bevor wir es vergessen. Der Kuchen des Grauens. Ich sag's euch, ich esse ihn gleich. Jetzt gleich ist Schluss. Ich habe den Hakeman. Ich komm nicht rein! Eins Vier des Grauens. Ich erwarte eigentlich ja nur noch einen Bowser jetzt am Ende des Levels. Weil es irgendwie gerade zum Stil passen würde. Aber kommt erstmal zum Levelende. Okay. Ich muss aber gerade echt zugeben, dass es mir richtig Spaß macht, das Level. Und ich... Wow. Springe ich ja noch da rein. Es macht Spaß. Ist fordernd. Nur ein paar Checkpoints hätten dem Spiel eventuell gut getan. Ich sag's immer wieder. Der Typ hieß nicht umsonst Herr Safe, der das erfunden hat. Scheiße. Also. Ja, die Minute des Schweigens war es gerade. Wir sehen uns also wieder hier in der Lava-Welt. Lava-Welt, eben hatten wir die Giftgrotte. So. Jetzt! Also Mario kann echt hoch springen in Mario 0. Echt beeindruckend. Okay, soweit so gut. Das Portal ist nur dafür da, dass ich das auf jeden Fall im Portal eben mache. Ich zeige euch das jetzt, wenn es klappt. Wenn es klappt, ich verspreche euch hier nichts, ne? Das ist mehr so eine provisorische Frage. Die Frage war mehr rhetorischer Natur, wie ich jetzt im Nachhinein feststellen musste. Ja. So kann's gehen, Leute der Zeit. Habt ihr das gemerkt? Ihr seid nicht mehr die Leute der Nacht, sondern die Leute der Zeit. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut. That was easy one. So, jetzt hier. Ach, fuck, jetzt ist meine Sicht. Ach komm. Komm, verschwinde, Mario. Ich will dich nicht mehr sehen. Aus meinem Blick. Inf. Der Kuchen des Grauens.
Okay. Das erste ist ja kein Problem. Zack, sind wir drüber. Dann machen wir unser Portal hin. Als nächstes gehen wir weit nach vorne, damit wir auch was sehen. Oh, das tut ja weh. Ich hab's rausgefunden. Zumindest, dass ich das jetzt irgendwie anders mache. Das Lab-Pack hat direkt mal eine Spur an Ticken mehr. Ja, sagen wir mal fordernd, aber... Wow, beinahe wieder vergessen. Das mache ich diesmal nicht als erstes. Ja, jetzt sehen wir rum. So kann ich mich hier ausruhen und werde dann nicht drunter geschossen. Das ist praktisch. Hat was, ne? Hat was, sowas. Machen wir das hier nochmal. Mann. Klasse. Ja, ja. Mhm. Ja, ja. Ja, dann halt irgendwie anders. Ich weiß es ja nicht, also. Und komm! Headshot. Mega Kill. Okay, wo kommt denn das Teil? Hab ich. Hab ich auch. Hab ich. Ich glaube, das wird das Lieblingsteil für welche die Hex machen oder sowas. Fuck, ey. Ja, hab das gesehen. Ich probiere es jetzt einfach mal und es klappt gar nichts. Gerade habe ich auch entdeckt, was der wirklich will. Klasse, wenn man sowas nach dem fünften Mal entdeckt, ne? Hab das auch entdeckt. Das habe ich die ganze Zeit nicht gesehen. Ja, ja, hier so ein bisschen teasern möchte ich gerade. Was ist es bloß? Also wie gesagt, das ist eine gute Idee, das da unten nicht als erstes zu aktivieren, sondern das da. Kann man sich hier ausruhen. Doch mal nicht so eben runtergeschossen. Wow, 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 wow. Das war irgendwo... Hm. Mario, nicht lebensmüde werden, ja? Jetzt seht ihr so einfach. Wow, ass! Ja, ja. Aber ihr habt gesehen. Theoretisch möglich. Praktisch ist das so eine andere Frage. Also Mario, boah, die erste Lücke genommen, das wäre es noch gewesen. Das wird aber jetzt nicht mehr allzu lang dauern. Ich bin der Meinung, dass wir da jetzt recht schnell durchkommen. Es wird nicht mehr lange dauern, da bin ich mir sicher. Okay, das erste ist ja ganz einfach. Da darf man eigentlich auch kein Portal machen, keine Ahnung, warum der das da hingemacht hat. Okay, klappt. Jetzt bitte kommt Ziel. Bitte. Oder noch so ein Feuerring, das wär's auch mal. Was? WTF? Ah! Thanks. Thank you. For playing. Playing. Ach, ach, Münzen auch. Gleich, die nehme ich alle mit. Ach. Wo ist meine Plattform? Da kann ich ein paar Münzchen mitnehmen. Dafür war die Plattform auch im Endeffekt ein bisschen gedacht. Okay, lassen wir aber. Ich habe keine Lust, jetzt rüber zu laufen. Thanks, playing, genau. Oh, guck mal hier. Secret Ending. Secret Exit. Mit dieser Steinflagge. Yo. Da, da, da. Also, congratulations, you have finished with Map Hack. Ja, also. Vielleicht kann ich noch ein bisschen Fazit abgeben. Das Level Pack hat ziemlich viele neue Ideen verwendet. Unbedingt zu empfehlen, wie ihr gerade gesehen habt, ist alles möglich.
Viele Ideen, viele verschiedene Ideen vor allem. Hat sich eine Zeit lang hat er sich auf die Sprungbretter konzentriert und dann eine Zeit lang auf die auf diese Zeit Sache, dass irgendwelche Portale nach einer Zeit wieder zugehen oder sowas, auch nicht schlecht. Vor allem das hier ziemlich durchdacht. Dann am Ende nochmal dieses Level, wo praktisch nach dem Vorbild des richtigen Map Packs nochmal diese Szene mit dem fahrbaren Mario-Untersatz ist, aber mit ein paar neuen Ideen dabei. Ja, das macht das ganze Level-Design ein bisschen fordernd. Und das hab oben, dass da oben sowas ist, habe ich nicht gesehen. Ich dachte schon, der nutzt diesen einen Bug da aus. Das wäre aber ein bisschen krass gewesen. Naja, ansonsten bedanke ich mich natürlich wieder fürs Zuschauen. Und hoffe, es hat euch gefallen. Also, bis zum nächsten Part von Mario 0. Mario Zero. Bis dann und ciao, euer Playman. Bye.